Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hydroner. Ja, wie auch immer. So, was wollte ich mit dem Zeug hier, mit dem Clodium? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte doch noch was probieren. Wollte ich hier was umstellen? Vielleicht. So, genau, ich glaube, das wollte ich probieren. Ist da alles leer? Ja, ist alles leer. Ob nur vielleicht der hier nicht funktioniert fürs Clodium? Nein, kommt hinten raus, okay. Also, das kann offensichtlich der Sortierer noch nicht sortieren. Das heißt, wir müssen das dann halt Manuel einschmelzen lassen. Den Lehrling Manuel. Guter Lehrling. Guter Mann. So. Dann haben wir... Was wiegt denn so ein Clodiumbarren? Beziehungsweise, was ist der Wert? 155. Ja, nicht schlecht. So. Alles drin, alles dran, alles drum. Das hier passt, das hier... Stellen wir vielleicht ein bisschen mittiger noch hin. So. Ja, doch. Sollte passen. Liegt hier eigentlich großartig? Ja, da liegt schon ein bisschen, wieder ein bisschen was daneben. Gut, ein bisschen was kann schon immer mal daneben gehen. Ich hoffe nur, dass unter diesen Dingern hier nicht allzu viel reingefallen ist oder so. Hier ins Feuer, wo man nicht rankommt. Beziehungsweise es nicht sieht. Mäh. Aber sieht nicht schlecht aus. So, komm, dann machen wir die auch noch schnell. Die passen ja noch rein. Ins Eimerchen. Dann ist sie auch aufgeräumt. So. Okay, dann haben wir ja... Kann ich eigentlich das ganze Ding wiegen? Geht das? Oh ja. 6009 Credits. Bin ich aber mal gespannt. Denn dann könnten wir ja gleich sofort noch einen Schmelztopf und den Bohrer kaufen. Und da müssen wir halt schauen, wie das funktioniert, das Ding. Okay, wenn das wirklich 6000 Credits schwer ist. Oh, das wäre geil. Jetzt erstmal schlafen. So. Dass wir das alles schön am Tage erledigen können. Oh Mann, und dann gibt es eine Verrohrung. Feinste Güte. Eine Verrohrung und Verförderbandung allerfeinster Güte. Dann geht quasi alles von vorn los. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie genau dieser Bohrer funktioniert. Dazu brauche ich gefiltertes Wasser. Da müsste ich dann irgendwo... Gut, wir haben ja genug T-Rohre. Da kann ich dann von dem gefilterten Wasser für den Ernter was abzocken. Erstmal. Und vielleicht baue ich einfach die Filteranlage krass aus. Oder ich baue einfach nochmal eine. Ich weiß nicht. Ich will es natürlich auch so kompakt wie möglich halten, alles. So, wo ist denn das Ding? Hier sind die Bohrer, ne? Dann fahre ich mal gar nicht so weit weg. Laufe ich lieber die paar Meter. Zum Juwelier. So, 6000 hast du gesagt, ne? Kleine Waage. 6000. Mal sehen, was der Juwelier mir dafür geben will. Tatsache. 6009. Leg mich am Zückerli. Huiuiuiuiui. Feine Ausbeute. Feine Ausbeute. Lalalalalala.
Okay. So, 6000. Guck mal, ich bin wieder da und ich habe Geld mitgebracht. So, Goliath-Bohrer bohrt weiter nach unten. Mehr Rohstoffe bei höherem Wasserdruck wird durch ungefüttertes Wasser beschädigt. Bohrramme. Rammt die obere Erdschicht, arbeitet mit höherem Wasserdruck schneller, wird durch ungefiltertes Wasser beschädigt. Ich nehme mal den Goliath-Bohrer. Und so eine... Soll ich auch so eine Bohrramme auch nehmen? Erntemaschine haben wir ja schon. Wir haben ja echt viel Kohle. Deswegen... Wobei wir wahrscheinlich auch noch echt viele Förderbinder dann brauchen. Ich weiß halt auch nicht... Ist das... Achso, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte angucken. Ach, den muss man hier anschalten, oder wie? Hier ist der Wasseranschluss. Und dann stellt man hier an. Und dann kommt hier Erde raus, oder wie? Und dann könnte die Erde ja hier in den kristallbetriebenes Gerät. Könnten wir uns auch noch kaufen. So, weißt du was? Das probieren wir mal aus. Dann kommt aus dem Bohrer kommt Erde raus und die fällt hier rein und wird zu doppelt Erde. Vielleicht. Warte mal. Und wo kommt die dann raus? Ah, Moment, der braucht auch Wasser. Okay, wir müssen da echt krasse Experimente machen. Kann ich den vielleicht... Ne, geht auch nicht. Vielleicht hier rausklauen, wer hätte es gedacht. So, den haben wir. Die Bohrramme brauchen wir eigentlich nicht, oder? Lieber eher noch mehr Filter. BZW noch einen Drucktank. Und noch Filter. Denn das kriege ich ja in meinem kleinen Laden vor Ort nicht. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir, ne? Das war 100% gefiltert. Das war. Ich nehme einfach mal mehr. Komm, ich mache da mal ein richtiges. Wir haben genug Geld. Ich mache mal ein richtiges Filterbataillon. Gefilterter geht dann gar nicht mehr. Und vielleicht noch einen Drucktank. Das will ich auch mal probieren. Ob wir einfach mehrere Drucktanks hintereinander machen können. Und somit dann... So, dann noch so ein Druckmesser. Oh ja, eingekauft jetzt. Huiuiui. Wasserrohrventil brauchen wir auch. Wasserleitungszulauf haben wir, glaube ich, einen. Weiß ich jetzt gar nicht. Korken haben wir auch einen. Trichter. Trichter, Trichter. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nur noch mehr Förderband. Gut. Dann hole ich noch ein bisschen. Hä? Was wäre? Dann hole ich lieber noch ein bisschen Förderbandzeug dazu. Denn dann können wir das Ganze mal draußen ausprobieren. Oder aber wir fahren sogar tatsächlich schon mal zu einer ganz neuen Digging Site. Und probieren das da. Achso, nee, die müssen wir erst kaufen, ne? Stimmt, die muss man ja erst kaufen. Neuen Grund. Dann schaue ich mal, was ein neuer Grund kostet, wenn wir eh unterwegs sind.
denn ich glaube, unserer ist eh bald am Ende. Und dann könnte ich ja vielleicht so machen, dass ich noch nicht einschmelze. Oder ich weiß nicht. Denn jetzt haben wir hier unsere schöne Schmelzstube. Am besten wäre es, wenn ich einfach irgendwo die Erde herholen könnte. Aber wie soll ich die transportieren? Ich kann die ja nicht da reinfallen lassen, oder? Und vor allem, wie kriege ich die denn da wieder raus? Muss ich sie da rausschaufeln? Und wenn ich die gleich in so eine Erntemaschine fallen lasse und da dann gleich die Sachen, da müsste ich die auch einschmelzen vor Ort. Und dann haben wir gleich nochmal ein komplett neues, einen komplett neuen Betrieb am Start. So, habe ich alles. Scheint so. Die normalen Rohre bekomme ich ja zu Hause. So, dann hole ich hier noch ein bisschen Förderbandgerödel. Und dann probieren wir das mal aus. So. Dann nehmen wir mal zentralisiertes Förderband. Ja, nehmen wir mal. Achso. Entschuldigung. Ein zentralisiertes. Und dann normales. 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 So. Nicht, dass ich da nachher viel zu viel habe, weil die dann übrig sind, weil ich die von unten irgendwie raus, rausholen muss. Keine Ahnung. Ja gut, aber zum Testen machen wir es jetzt erstmal so. Und mit dem Rest hier muss ich dann eh noch Rohre kaufen wahrscheinlich. Das plus das, die 900 oder was, wie viel das waren, die wir noch in unserem Homestore haben. Achso, hier ist eine... Ist da... Ne, das ist nur der Hafen, glaube ich. Das ist keine Digging Site. Diese bunten Dinger. Da hinten ist, glaube ich, nochmal eine. Da ist eine große, ja. Oha, das ist... Die ist ganz schön riesig. Ja, die ist deutlich größer als unsere. Kostet 6600. Ja gut, das hat man ja mit drei Lagen. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das Zeug da weg? Ah, warte mal. Habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Okay, hier gehört nicht uns, also können wir hier überhaupt nicht bauen. Und wir können auch definitiv nicht hier bauen. Also, man kann nur auf Digging Sites bauen, die einem gehören. Das heißt, ich kann nicht hier überall Förderbänder an die Seiten ran bauen, die zu unserer Hauptbase quasi führen. Das heißt, wir müssten einfach jedes Mal einen neuen Betrieb aufbauen. Oder irgendeine Möglichkeit finden, mit dem LKW die Erde rüber zu fahren, aber ja, das wird nicht funktionieren, denn die muss dann auch irgendwie wieder raus aus dem LKW und irgendwie rein in den LKW. Oder Pickup oder was auch immer. Traktor hier. Traktorteil.
Au, au, au. Ja, super. Zu schnell. Na, dann fahren wir halt mal so ran. Passt das schon? Jetzt passt's. So, es wird auch schon wieder dunkel. Sonne ist schon wieder am Untergehen. Dann schlafen wir halt noch eine Runde. Da ist schon wieder ein ganzer Tag im Eimer mit Einkaufen. Das ist schon sehr komisch. So. Also, wo probieren wir das aus? Hier vielleicht, ha? Stellen wir die Förderbänder erstmal hier ab. Oder probieren wir es hier aus? Probieren wir es hier aus. Achso, das ist hier, genau. Mr. macht viel Erde. Das ist nochmal ein Drucktank. Könnte ich mal probieren, den hier reinzusetzen. So, ach komm, ich mache eins nach dem anderen. Jetzt erstmal den Bohrer. Aha. Hier kann er nicht, hier kann er. So, das ist aber falsch rum. Ne, dann probieren wir das hier. Ah, Moment mal. Wenn das hier rauskommt. So. Und dann... Das hier geht so nicht, oder? Ich habe halt keine Ahnung, wie das Ding funktionieren soll. Wo soll da die Erde rauskommen? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktionieren soll. Ich schau mal, ob das gefiltertes Wasser braucht, denn da stand ja nichts dabei. Kann man ja aber schauen, indem man hier zum Beispiel, ne, so, und der hier braucht ja gefiltertes, ne, bei 100%. So. Der hier 100% und der hier braucht ganz normales. Der braucht kein gefiltertes, sehr gut. Die hier auch nicht. Lupe lasse ich mal eben schnell hier. Also, der braucht gefiltertes Wasser. Ich würde mir erstmal nochmal komplett neues Wasser holen. Haben wir denn hier noch eine Pumpe? Nee. Dann... Hier habe ich ganz viele Filter. Ach komm, das lasse ich mal hier drauf. Jetzt gehe ich erstmal eine Pumpe kaufen. Hier ist ja noch 500, ja also. So, eine Pumpe. Mehrere Pumpen haben wir ja gelernt, funktioniert nicht. Bögen habe ich nicht mehr so viele, ne? Deswegen kaufe ich hier auch gleich noch ein paar Bögen. Das ist ein T-Stück, das will ich nicht. Hä? Hä?
Machen wir es mal so. Und dann teste ich auch gleich mal das mit dem Druck. So, Pumpe. Hep. Machen wir mal direkt hier hin. Okay, funktioniert. So, dann brauchen wir gerade. Halt, du bist hier Stück. Das ist eine Gerade. Na, wie wär's? Ja. Halt, wo renne ich hin? Hier noch eine Gerade. So. Dachte gerade, das kommt irgendwo anders raus. T-Stück. Hier sind eine Gerade. Hier sind nur noch T-Stücke, ne? Das ist noch eine Gerade. Na, ist auch ein T-Stück. Das ist ein Winkel. Das sind alles T-Stücke, oder? Ja. Okay, dann die wieder zurück. So. Nochmal einen Bogen. Und ein T-Stück. So. Ja, gut. So, das heißt, ich hänge schon wieder an irgendwas Unsichtbarem. Dieses komische Ding hier. Weißt du was? Das will ich jetzt mal testen. Was ist es und wie wird das angeschlossen? So, ist angeschlossen. Brauche ich einen Kristall? Hole ich mir mal ein. Beziehungsweise ich hole mir mehrere. Machen wir es mal so. Wo ist meine Säge? Hier. Oha. So. Ja, beruhigt euch mal. Oh, hinlegen geht jetzt. So. So, ich will ja auch testen, ob wir den Druck erhöhen können, indem wir mehrere Druckerhöher hintereinander schalten. Denn das habe ich ja auch noch nicht ausprobiert. So, dann mache ich jetzt erstmal Folgendes. Und zwar erstmal ein... Das ist nochmal ein Drucker her. Nehmen wir das raus. Und platzieren den mal hier. Und dann nehmen wir das hier raus. Und machen da mal ein Barometer, Manometer, wie auch immer das Ding heißt, rein. Oh, wo ist denn eins? Das ist ein Filter. 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 Da ist er. Hä? So, warte mal. Machen wir erstmal so. So, dass ich was sehe am besten.
Okay. Den jetzt erstmal hier ran. Einfach damit es aufhört, hier rumzuklatschen. So. Jetzt machen wir hier erstmal ein Dingens da rein. Okay, dann läuft der los. Und jetzt brauche ich eine Erde. Also der verschafft das Ding auch. Schaufel, 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 Schaufel. Nein. Nur eine Schaufel, nicht das ganze Ding. Mann. So, wie funktioniert das jetzt? Eine Erde weg. Okay, das geht schon mal nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das zustande kam, aber naja. Das heißt, ich brauche auch noch ein Eimerchen. Schaufel lassen wir hier. Okay, jetzt ist sie weg. Okay. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist gerade nochmal so ein Klumpen rausgeflogen, der jetzt wieder da nach oben fliegt. Da ist auch hier noch was dran. So, pass mal auf, jetzt kippen wir das da mal da rein. Was ist das? Okay, das Ding ist komisch. Das Ding ist gruselig. So, wir gehen erstmal schlafen. Auf so viel Grusel muss ich erstmal schlafen. So, und dann würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause. Denn es ist auch schon wieder sehr spät. Ich nehme meine Schaufel wieder mit. So. Also dieses komische... Das ist komisch hier. Das lassen wir mal schön sein. Wo ist mein Stein? Ah, hier. Mein Stein. Das ist echt dubios, das Ding. Vor allem, das läuft jetzt immer noch. Beziehungsweise macht Geräusche. So. Ja. So macht man das, wo ich herkomme. Einfach wegtragen. So. Und jetzt machen wir erstmal Folgenpause und sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Hydronia. Und dann gucken wir mal, was der so kann. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.